Releases Playlists immer abschließen. Du hast bewiesen, dass du Drift-Techniken im Rennen beherrschst. Wie wär's mit einem Drift-Event, jetzt wo du aufgewärmt bist? Ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin weg. Der Küste und der Blick auf das Meer ist toll. Jedenfalls sagt das meine Datenbank. Ich bin ja nur eine Maschine. Du mochtest den RX-7, denn du wirst ihn in dieser Herausforderung wiederfahren. Allerdings diesmal komplett modifiziert und verbessert. Du hast das traditionelle Japan kennengelernt. Jetzt geht's in die Moderne. Achtung, der Kontrast ist beeindruckend.
Teenager. Unfassbar. Du hast Hayato im Togeduell geschlagen. Ich wusste, dass du es drauf hast. Hayato ist einer der besten Fahrer, die ich kenne. Jetzt bist du auf meiner Spielwiese, der Driftstrecke. Kommt das Driften aus Japan. Dort gibt es die größte Drifter-Szene und natürlich die besten Driftstrecken. So wie den Ebisu Circuit. Er ist das Mekka für Drifter aus aller Welt. Von Driftern für Drifter entworfen. Vielleicht lässt Motorfest dich ja irgendwann mal dort driften. Gefällt dir mein getunter RX-7? Stärker, aber elegant. Das ist mein RX-7 2.0 für dich. Die japanische Autokultur ist nicht nur durchs Driften bekannt. Sie hat zum Beispiel auch getunte Autos auf ein völlig neues Level gehoben. Komm schon, du bist fast da. Alles aus der Schönheit raus. Ich erlaub's dir. Gemacht. Und jetzt auf zum nächsten Event. Driften wird in japanischen Rennen gern genutzt, aber auch Drag Racing hat viele Anhänger. In der Nähe gibt es eine Drag-Strecke. Diese Strecke ist bestens geeignet für Drag Races. Lass den Motor warm laufen und nicht blinzeln. Das wird schnell gehen.
keine Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Weiter geht's. Es wäre kein echter Einblick in die moderne japanische Autokultur ohne urbane Rennen und modifizierte Autos. Die Straßen von Honolulu bei Nacht sind der perfekte Ort für die Rennen, die Motorfest für dich bereithält. Auf was gefasst. The Pack hat dir noch nicht alle Tricks gezeigt und ich glaube, sie wollen eine Show abziehen. Erstklassige Verbesserungen und Profifahrer. Zeig ihnen ein für alle Mal, dass du es drauf hast. Hast du gewartet, als du dich für Made in Japan gemeldet hast? Getunte Traumautos, die die Stadt beherrschen. Okay, du bist nicht zum Spaß hier. Verstanden. Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Alle Autos sind perfekt getunt. Besonders unser Neuling, Tojis Mitsubishi Lancer Evo 10. Ja, Toji ist der verrückteste Tuner von uns allen. Er mag's groß und böse. Evo 10 hieß vorher Concept 10 und Prototype 10 und ist die Endfassung der Lancer Evolution-Reihe. Das ist der fortschrittlichste Evo aller Zeiten. Noch ein JDM-Juwel. Immer gerne. Für Toji der Beste von allen. Dass der Evo 10 keinen richtigen Rückwärtsgang hat?
Zwei Vorwärtsgänge sorgen dafür, dass sich die Räder rückwärts bewegen. Cool, hä? Und so spart man Gewicht ein. Genau. Motorfest-Crew weiß, wie man Partys schmeißt. Reiß dich zusammen. Du bist hier nur der Moderator. Moderatoren können gefährlich sein, Mrs. Abernathy. Hey, hab's geschnallt. Ihr seid Nerds, beide. Ich mache mir irgendwie Sorgen um das Auto. Das Ziel ist nur noch wenige Sekunden entfernt. Jetzt oder nie. Das war der Mitsubishi Evo 10 mit einem Toji-Twist. Und du hast gerade bewiesen, dass du das Auto verdienst. Pack. Deshalb bekommst du ein besonderes Auto. Viel Spaß! Neuling ist schwer zu kriegen. Birds ab. Das letzte Rennen. Diesmal alle zusammen. Seid ihr bereit? Und um. Hat Spaß gemacht, dich herumzuführen. Du hast deinen Teil der Abmachung auf jeden Fall erfüllt. Ich habe mich nicht einmal gelangweilt. Ja, okay. Das war schon nicht schlecht. Du hast dir einen Platz in der Gruppe verdient, wenn du mal wieder in Japan bist und Action suchst. Spiel's noch einmal, Sam. Toyota Supra A80. Gute Wahl. Es könnte nicht besser passen. Der Supra war als Rivale für viele unserer Autos geplant.
Skyline, NSX oder RX-7 und wurde tadellos umgemodelt. Ziemlich cool, aber denk dran, nichts schlägt den R34. Lustig, wie du NSX sagst. Shinjuku-Stil, hä? Nun, wir werden sehen. Du musst zugeben, das fühlt sich wie Tokio an. Nun, wir haben das Leben auf unseren Straßen ziemlich gut eingefangen. Dass dein neuer Freund nicht Hayas MX-5 fährt. Guter Punkt. Vielleicht ein anderes Mal. Der japanische Rennsport hat noch so viel mehr Aspekte. Wollen wir nur quatschen oder dem Neuling zeigen, wer im Pack das Sagen hat? Vergiss nicht, dir deine Fahrzeugbelohnung zu... holen. Seite des Pazifiks. Wir haben noch eine letzte Überraschung für dich. Sie wartet am Container. Diese Reise durch das traditionelle und moderne Japan war klasse. Was für eine Automobilkultur. Mutig, stylisch, frei. Wir hoffen, die Playlist hat deine Erwartungen erfüllt.
Hawaii und Japan haben viel gemeinsam. Es hat Spaß gemacht, dieses Erlebnis umzusetzen. Sagen, Hayato und seine Freunde hatten eine Menge Spaß. Du hast ihre Erwartungen weit übertroffen. Du durftest dich mit diesen Leuten unter deren Bedingungen messen und hast es locker gemeistert. Super! Hattest du eigentlich Spaß mit dem Toyota Supra, den wir dir für das letzte Event geliehen haben? Nur so, aus Interesse.
Tada! Er hat die ganze Zeit auf dich gewartet. Die Sonderausgabe des Toyota Supra A80. Steht eine Playlist zur Verfügung. Neue Playlist voraus. Los geht's! Wir sind stolz darauf, dir die vermutlich heimischste Playlist von allen präsentieren. Zu dürfen. Im Kern besteht sie aus Bergen, Urwäldern, Vulkanen und Ozeanen. Aber mehr verrate ich noch nicht. Im nächsten Video wirst du entdecken, was dir bevorsteht.
nimmst an der Hawaii Scenic Tour teil. Jetzt an? Du hast es sicher von Anfang an bemerkt. Diese Insel ist besonders. Diesen Ort gibt es nur einmal. Deshalb hat Motorfest etwas erschaffen, bei dem Hawaii und seine Schätze im Mittelpunkt stehen. Aber bevor wir Hawaii erkunden, starten wir mit einer Tour über das Festivalgelände. Fährt es sich auf der brandneuen Motorfest-Rennstrecke? Ganz schön heftig, oder? Nicht aufregen. Hier geht's ums Entdecken. Du musst nicht gewinnen, um ins nächste Rennen zu kommen. Genieße die Fahrt. Der Sieg ist nur ein Extra. Und wo wir schon mal hier sind, beginnen wir mit einer Tour übers Motorfest-Gelände. Überall spürst du die Verbundenheit der Hawaiianer mit den Elementen. Siehst du diese Haie? Dort ist der Eingang zur Wasserwelt. Zur Linken siehst du den Sandkasten. Wann immer du willst, kannst du dort deine Offroad-Skills trainieren. Und lebendig wie die Erde, dort kommt die Konzertzone. In diesem Bereich trifft man sich und kann gemeinsam tolle Musik hören. Du kennst diesen Vulkan, das ist das Car Meet. Versammlungsort, Custom Shows, Mainstage. Du weißt Bescheid, oder? Dort sind eine Hommage an das letzte Element, die Luft. Dort ist auch die Driftstrecke, die erste Arena der Drift Experience Playlist.
das war unsere Tour über das Motorfestgelände. Aber ich finde das immer noch heftig für diese Playlist. Warum beginnen wir nicht mit der richtigen Hawaii Scenic Tour, einer ganz entspannten Inselrundfahrt? Diesmal hast du sogar einen richtigen Reiseführer. Keine Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Weiter geht's. Besuchen wir Keola. Er ist auf Hawaii geboren und kennt die Insel wie kein Zweiter. Er erzählt gern von der Kultur und Schönheit. Osten mit Küsten, atemberaubenden Bergen und Wasserfällen.